Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Part Super Mario 64. Heute werden wir die restliche Mission der grünen Giftgrotte erledigen, hoffentlich. Laufe auf den Grund des Sees. Ist damit der See gemeint, wo Nessie wartet? Kann das oder kann das nicht sein? Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, einen großartig anderen See gibt es hier nicht. Deswegen gehe ich da einfach mal wieder hin. Und da oben ist auch noch ein Stern, was? Wie soll ich den denn holen? Leute, wie soll ich den denn holen? So, und Mario, bitte rennen! Und... Oh, ich wollte ausweichen, aber mir ist es leider nicht gelungen. Boah, diese Steine. Die sind so auf Mario fixiert. Das ist schon fast Mobbing. So. Kann man eigentlich... Warte mal. Ich will mal kurz zurück. Wenn man hier... So. Warte mal. Wo kommt man hin, wenn man diesen Wandsprung macht? Ich habe irgendwas in Erinnerung, aber ich weiß echt nicht. Oh, da ist ein Stern. Dann holen wir den doch zuerst. Wenn wir eh schon hier sind. Easy. Welcher auch immer das war. Aber ich hatte irgendwas in Erinnerung. Achte auf rollende Felsen. Ah, okay. Ja gut, das müssen wir ja sowieso immer machen. Also zumindest, wenn wir diesen Weg nehmen. Es gibt mit Sicherheit auch andere Wege. Ah, guck mal. Ja, dann machen wir den mit dem See jetzt. Hoffentlich. Wupp. Haha. Mario, du bist so ein Künstler. Du solltest im Zirkus auftreten. Ja, sagt er. Ja, er hat's gerallt. Warum machst du das dann nicht? Warum bist du dann immer noch Klempner? Ich weiß nicht. Oh, scheiße. Oh. Alter. Diese doofen Steine. Muss man echt aufpassen, ey. Sonst könnte etwas Schreckliches... Au. ...passieren. Ja, genau sowas. Ich konnte auch nichts mehr machen, weil Mario schon irgendwie erwischt wurde. Und ich glaube, mit diesem Teil müssen wir jetzt so schnell es geht hier runter. Danke, Mario, dass du so schnell bist. Und diesen Weg hier entlang laufen. Und dann müssten wir da oben einen Schalter finden, den wir nur mit diesem Teil hier aktivieren können. Und somit ist die Tür hier offen. Und dann müssen wir ganze zwei Sprünge machen. Um hier zu landen und den Stern zu holen. Ja, nice. Ich dachte eigentlich, man muss mit zwei Weitsprüngen das Ganze machen, aber passt. Wenn nicht, ist auch gut, oder? Wenn nicht, ist auch gut. Weil der zweite ist mir irgendwie nicht gelungen, wie ihr gesehen habt. Welche Mission wartet als nächstes auf uns? Durchsuche das Nebellabyrinth. Gute Frage. Ich gehe einfach mal der Nase lang. Rauchlabyrinth? Ne, Nebellabyrinth hieß es, ne? Nebellabyrinth? Warte. Wir haben ja hier auch Karten, ne? So ist es ja nicht. Ich gehe jetzt mal hier runter. Lass uns einfach mal umgucken. Was sagt denn die Karte hier? Irgendwo an der Wand hatten wir eine Karte. Da. Was sagt die uns? So, wir sind da. Ja, Mario, nein. Einmal umdrehen, bitte. Och, Mario. Dein Scheiße ernst. So. Rot. Rot ist der Stern, den wir brauchen, oder was? Oh, keine Ahnung. Gibt es denn hier noch irgendwas irgendwo? Ich muss ja irgendwo ein Labyrinth
Das sieht mir fast nach einem Labyrinth aus auf der Karte. Was sagen mir denn diese blauen Kreise? Oh, diese Kamera! Dann eben nicht, Alter. Meine Fresse. Gehen wir einfach mal hier rein. Okay. Das sieht hier nicht gesund aus. Wow. Alter, Vater, bist du verrückt? Die gebe ich jetzt gleich erstmal eine. Wenn ich diese Kappe habe. So, und hier haben wir jetzt ja eigentlich unendlich Zeit, denn... Was soll schon passieren? Okay. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Durchsuchen. Ja, gut. Hier habe ich eine Tür gefunden. Gehen wir mal da rein. Und in dieser Tür befindet sich nichts außer... Ja. Eine Rutsche, die mich zurück in diesen Raum führt. Danke dafür. Autsch. Autsch, sagte Mario. So, gehen wir nochmal da rein. Zack, zack. Jetzt wissen wir, dass wir da auf jeden Fall nicht lang müssen. Die Karte gibt uns bestimmt auch Hinweise, aber ich kann damit gerade nicht so viel anfangen. So, der Gegner ist immer noch besiegt. Gehen wir jetzt mal hier lang. Und hier haben wir einen blauen Schalter. Das sollten wir uns merken. Für den Fall, dass wir die Münzen alle holen wollen. Aha. Habt ihr das gesehen, Leute? Da oben ist doch was. 100 Pro ist da oben was. Aber schaffen wir es auch irgendwie da hochzukommen? Nee, anscheinend nicht. Es wird langsam gefährlich. Uah. Denn Mario mag dieses Zeug nicht so wirklich. Wow. Alter. Hör diese Fledermäuse. So, nochmal. Ich will da jetzt hoch. Danke. Die Grafik sieht ein bisschen komisch aus. Die so gezerrt ist. Aber ist okay. Ah, okay. Wo kommen wir hier hin? Nach oben. Will ich denn nach oben? Ich glaube nicht, oder? Oh, ein Stern. War das richtig oder war das falsch? Bin mir ja nicht sicher. Doch, es war richtig. Ja, super, geil. Cool. Next one, please. Suche im Nebel den Notausgang, oh Gott. Aber das ist die letzte Mission. Und da brauchen wir nur noch die 100 Münzen. Und ich... Oh Gott! Das war jetzt schon fast gefährlich. Aber der Weitsprung, der liegt mir. Der liegt mir, Leute. Oh, scheiße. Das liegt mir nicht. Mit Notausgängen kennen wir uns aus. So, einmal hier rein. Dann bitte nach unten. Wir müssen wieder in dieses dämliche, oh, Alter. Blöde Labyrinth. Oh, ich habe so keine Lust, diese 100 Münzen zu holen. Da muss ich wieder die Augen besiegen und so. Oh, warte mal. Ist ein Kreis dazugekommen? Ich weiß es nicht. Egal, einfach rein da. So, dann holen wir uns hier wieder diese coole Mütze, womit wir ultra cool sind. Und gehen einfach mal irgendwo hin. Wahrscheinlich müssen wir aber gar nicht hier hin, oder? Ne, hier war ich schon mal, ne? Hier war ich schon mal. Hier bin ich falsch. Hier geht's auch nicht weiter. Okay, sind wir wieder hier, wo wir gestartet sind. Dann schlage ich vor,
gehen wir zu dieser einen Ecke, wo wir vorhin waren. Warte mal. Oh, warte mal. Hier ist ja auch noch was. Das könnte doch der Notausgang sein. Oder? Oder nicht? Ich weiß nicht. Es sieht auf jeden Fall komisch aus. Und ab nach oben. Ab nach oben. Boah, sind die Grafiken hier alle so gestretched? Das sieht echt komisch aus. Seltsam, seltsam. So, muss ich jetzt hier was machen oder muss ich die Tür erstmal einfach verlassen? Ich würde fast behaupten, wir müssen die Tür einfach verlassen. Ja, ich gehe einfach mal raus. So, und jetzt? Ah, okidoki. Jetzt sind wir wahrscheinlich hier oben. Oh, man muss sogar gedrückt halten. Hier oben einmal lang laufen. Und irgendwie zu dem Stern da kommen. Right. Aber wie soll ich das machen? Ach so, okay. Oh Gott. Ich darf nicht daneben greifen, weil sonst sind wir im Arsch. Und hier auf unseren Schatten achten. Und easy, den Stern geholt. Dann fehlt ja nur noch der 100-Münzen-Stern. Der Münzenstern fehlt noch, Leute. Da kann ich mir jetzt Zeit lassen. Wir haben ja gerade mal die 12 Minuten ungefähr. Ja, cool. Dann würde ich sagen, versuche ich jetzt die 100 Münzen in diesem Level zu bekommen. Let's go. Let's go. Oh Gott, Leute, ich hab es, ich hab es. Ich hatte gerade schon die 99 Münzen und dachte mir so, oh Gott, jetzt fehlt noch eine. Aber diese Stelle hier ist mir noch eingefallen. Und somit haben wir auch diese lästigen 100 Münzen geschafft und verlassen dieses Level einfach mal mit diesem Stern. Ja, aus 50 Minuten werde ich euch jetzt wieder, keine Ahnung, 20, 25 Minuten schneiden. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch was loswerden wollt, wie Tipps oder ähnliches, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Wir speichern einmal. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, lasst einfach ein kostenloses Abo da. Bis zum nächsten Mal. Euer Cody. Ciao.